Gut, Freunde. Heute schauen wir sich das einmal an. Ah, gehen wir mal in den Story-Modus. Das ist jetzt einmal die PC-Version heute. Nach längerer Zeit nehme ich wieder mal auf der PC-Version auf. Nach längerer Zeit, ja, dann nehmen wir sie wieder mal geschmackig auf der PC-Version auf, weil ich will ihn nicht in der Öffentlichkeit jetzt. Ich will nicht unbedingt in der Öffentlichkeit. Ja, man merkt, dass da noch das alte Konzept ist. Das ist noch das alte Konzept. Da merkt man auch. Da hinkt. Rockstar geben es noch ordentlich nach. Gut. Ich werde jetzt einmal in GTA Online gehen. Und in eine geschlossene Freundsitzung gehen, weil das für das Video brauche ich eigentlich das Öffentliche nicht wirklich. Gut, Leute, es ist jetzt so, dass im Internet, also im YouTube-Internet oder im Universum, euch bereits ja Dinge erzählt werden, was sich manche vorstellen. Welche Vorstellungskraft oder ja, gehen wir von dem aus jetzt, dass es jetzt wirklich so ist, dass Polizei-DLC kommt oder ja, was auch immer, es ist jetzt eh wurscht, Leute, es ist jetzt kutscht wie katscht, weil ich würde jetzt mal alles einmal auf leise stellen. Dass man sie verstehen. Mei, es ist jetzt einmal kutscht wie Katsch, was kommt, ja. Wir stehen Kontaktmissionen, ja. Ich meine, mittlerweile habe ich ja schon einen kleinen Verdacht. Ja, einen kleinen Verdacht. Ja, was kommen könnte. Gut. Ich muss mich da mal gescheit anziehen. Ich habe da so einen kleinen Verdacht, ja. Aber das zeige ich euch heute auch alles in diesem Video. Ja, ich habe nämlich einen kleinen, der spiegelt ja heute ein bisschen alles. Ach gut, ich muss mal schauen, ob wir da ein bisschen einen Raum finden, wo ein bisschen was nicht spiegelt. Ich habe da nämlich eine Vermutung mit der Konferenz, weil da war ja mal eine Konferenz, ja. Ah, da, ja. Da, genau, da, na, na, sicher, klar, da haben sie natürlich wieder keinen Sessel her, da, na, ist eh ganz klar, Rockstar Games. Da, das ist eh klar, da kann man sie wieder nicht niedersetzen, das ist eh ganz klar. Ach Gott, da haben sie wieder eine wunderschöne Konferenz, so, und da kann man natürlich nicht, kann man nicht einmal was trinken, oder was? Trinken kann man nicht, oder, das ist ja alles. Ja, ist typisch Rockstar Games, typisch Rockstar Games, ja, also. Oh Gott, wir haben ja noch einen Fernsehraum auch noch, da ist ein bisschen finster, oder? Da werden wir jetzt hingehen. Jawohl, Baby. Jawohl, Schatzi. Kann man sich das auch noch niedersetzen, oder? Ah ja, kann man sich. So, gut, jetzt sitze ich mal ordentlich. Der Position muss ich auch nicht gut. Gut, okay. Wie gesagt, es ist ja so, reden wir mal jetzt Klartext. Gehen wir davon einmal aus, dass das Update einmal tatsächlich am 26. Juli kommt. Da bin ich sowieso gespannt. Weil am 25. Juli täte bei Red Dead Redemption Teil 2 auch wieder
was rausgekommen. Ja, und ja, ich will natürlich nichts sagen, aber ob da nicht Rockstar Games vielleicht ein kleines Problem kriegt, ein bisschen zu viel zumutet. An 2 Tagen 2 Updates, aber ja, meine Güte, ja. Es wäre vielleicht besser gewesen, wirklich der 19. Aber schauen wir mal, vielleicht kann ja noch morgen was passieren. Morgen am Montag, ja, das kann da durchaus noch was passieren. Dass wir noch einen Trailer kriegen, oder dass wir doch am Dienstag was kriegen. Die GTA Plus, Leute, wenn der Dienstag vorbei ist, kann ich sagen, okay, Entschuldigung, ich habe mich geirrt. Aber es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht der 19. Es kann noch immer was kommen. Ja. Eben weil das mit dem GTA Plus noch immer nicht am Newsletter, am Newswire geändert worden ist, es ist nach wie vor der 18. April. Also das wäre morgen. Gut, wie bereite ich mich einmal vor? Einmal grundsätzlich, wenn das Update kommt, egal jetzt wann, jetzt am Dienstag, diesen Dienstag oder nächsten Dienstag, schaue ich einmal dieses Update mir mal in Ruhe an. Ja, nicht gleich mal husch-busch drauf. Ja, einmal in Ruhe den Trailer anschauen, ja, mir von mir aus einmal Newswire anschauen oder von mir aus einmal ein paar YouTube-Videos, ja, es spricht ja nichts dagegen, dass du das nicht anschauen darfst, ja, ein paar YouTube-Videos anschauen, ja, einmal schauen, was es Neues gibt, wie, ja, man soll ja angeblich zwei Garagen bekommen, zwei Gewehre soll man ja angeblich bekommen. Ja, angeblich, ja. Einmal die Funktion austesten, ob das wirklich geht, dann eh schon wissen, wo ich jetzt gerade bin, in einer geschlossenen Freundschaftssitzung, ja, ob da wirklich alles machbar ist, zum Beispiel. Das ist einmal das Erste, was ich überhaupt einmal austeste. Also, wenn es nach mir geht, das wäre einmal, das ist einmal das Erste, was ich austeste. Das ist einmal fix. Das ist einmal fix. Alles andere, einmal alles geschmackig, geschmeidig, ja, in Ruhe ausschauen, ja. Ja, also das will ich einmal, das bereits, so einmal Vorbereitung, eine Vorbereitung also. Einmal in Ruhe alles anschauen, ja. Einmal schauen, ob das wirklich geht, um eine geschlossene Sitzung und so, Freundschafts- und Grußsitzung. Ja, wo man da wirklich alles machen kann. Ja, das ist einmal Fakt. Ja, gut, dann schaue ich mir ein paar Informationsvideos an. Ja, ein paar YouTube-Videos schaue ich mir an. Ja, und dann geht es eh dahin. Dann geht es eigentlich eh dahin. Die werden mich dann eh informieren, da werden sie eh schon ein bisschen spielen. Ja. Aber bitte ich eines, ich bitte euch um eines, ja. Legt's nicht gleich wie die Irren los. Ja, Kaufpraxismäßig. Weil es gibt YouTuber, die kaufen alles. Ja, weil sie einen All-Around-Account haben. Ja. Weil sie einfach einen All-Around-Account haben, weil sie es sich einfach leisten können, ja, weil sie 5 Kanäle haben, ja, an All-Around, wo sie ihre Millionen liegen haben, ja, weil sie es sich einfach leisten können. Ja. Ihr werdet sehen im Laufe der Zeit, ihr habt es wieder lauter klumpert. Lauter klumpert. Ja. Wie vor allem Immobilien, ich weiß nicht, welche Immobilien wieder zu kaufen sind, oder muss man Immobilien kaufen, ja, oder muss man Gebäude kaufen, das weiß man ja alles nicht. War bei jedem Update die gleiche Scheiße. Jeden Update musste man ein Gebäude entweder kaufen
oder wie es beim Los Santos Custom war, eine Mitgliedschaft zahlen. Ja, eine Mitgliedschaft. Ja. Und das ist das Problem. Also bitte nicht gleich wieder viel zuschlagen wie die Weltmeister. Ja. Ja, wie die Weltmeister, weil ihr werdet sehen, ihr werdet das alles wieder irgendwann einmal unnötig haben. Irgendwann wird es das unnötig dann einmal haben. Ja. Ja, ihr werdet es sehen. Ihr werdet es bereuen. 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 Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja, ihr werdet es bereuen. Ja. Ja. Es. Wenn die YouTuber sich alles kaufen können, na dann super. Dann ist es eine Spitze. Ja, aber nicht es. Es gibt Leute so wie ich, die nur 9 Millionen da haben auf den Charakter. Bei anderen habe ich das 10-fache, 100 Millionen. Aber ich muss ganz ehrlich dazu sagen, im Laufe der Jahre habe ich mir so viel Blödsinn gekauft. Ja, aber wirklich so viel Blödsinn, was ich im Endeffekt nicht mehr brauche. Ja. Also, das ist einmal der Schritt 1. Wie die Vorbereitung. Die Vorbereitung ist einmal 1. Ihr schaut euch einmal das Update, einmal gemütlich in YouTube-Trailer an von Rockstar Games. Lasst euch einmal die Zunge zergehen. Ja. Dann einmal schaut euch einmal im Newsfire oder schaut euch diverse YouTube-Videos an. Ja, um was es einmal geht. Dann schaut es euch einmal selber an. Ja, in Ruhe. Und so weiter und so fort. Dann schaut ihr mal euch die Preise an. Ja, ihr werdet sehen. Ihr werdet sicher wieder animiert werden, dass es nur fest kauft. Kaufen, kaufen, kaufen. Wie ich habe zum Beispiel, weil es jetzt die Basis nur mehr ein Staubfänger. Ja, die Basis ist zum Beispiel so ein Thema. Ja, das ist für mich ein Staubfänger geworden. Ich bin in seit über, ich glaube, ein Jahr dann immer in der Basis gewesen. Seit über einem Jahr. Ja, seit über einem Jahr war ich schon immer in der Basis. Ja, ja, aber auf beide Charakter, sowohl auf der PlayStation 4 oder 5, das ist wurscht. Ja, ich habe nicht einmal einen Avatar mehr. Orbit kann auch, glaube ich, habe nur auf PlayStation 4, glaube ich, gehabt, oder jetzt auf 5. Auch da habe ich es ja gar nicht. Weil die Orbit-Kanone ist sowieso unnötig. Für mich, also das ist so ein Thema, die Basis. So ein Gebäude, so Immobilien. Bunker bin ich eventuell hin und wieder. Ja, da zwar nicht, aber PlayStation 5, ja, bin ich hin und wieder, ja. Und wo ich noch überhaupt nicht mehr bin, sind die Lagerhäuser, da die Fahrzeuglagerhäuser. Die, wo die Fahrzeuge, das ist unnötig war das Gebäude und der Hangar. Und der Hangar, auch unnötig, obwohl über die Militärbasis war er nicht schlecht. Wenn du einen Hang aus über die Militärbasis kannst, über die Militärbasis fliegen, okay, das ist jedem selber überlassen. Derjenige, der was über die, wer da fliegt, hat er kein Problem. Und wenn er da fliegt, hat er kein Problem. Nur drüber fliegen darfst du nicht. Wer drüber fliegen will, der muss sich halt leider einen Hangar kaufen. Und mir ist das am Arsch gegangen. Ich habe nicht immer aufgepasst, ich bin einfach nur drüber und habe schon die roten Sterne gehabt. Ja, darum habe ich mir da den Hangar gekauft. Aber also im Prinzip ist er unnötig. Im Prinzip ist er unnötig. Ja, unnötig. Ja,
Und das, wenn ich das Clubhaus war, und ich habe das brauchst leider. Das brauchst leider wegen die Unternehmen. Nicht leider. Aber ich war schon in 100 Jahren schon lange nicht mehr in meinem Clubhaus zum Beispiel. Ja. Ja. Ja, für die Motorradfreaks, klar. Für die Motorradfreaks, die was da Motorrad haben, das ist klar, die sind jeden Tag drin. Und Bad Nord Lies war die Yacht. Allerdings jetzt will ich mal auch wieder, glaube ich, auf die Yacht gehen, weil jetzt ist ein schönes Wetter. Aber war im Prinzip auch unnötig. War im Prinzip auch unnötig, die Privatjacht. Ja. Auch da kein Mensch. Ja. Ja. Ich sag, das war leider Kaufzwang vor 2 Jahren. Aber ich hab mir's ja vorm Sommer-Update gekauft. Nicht im Sommer-Update, sondern vorm Sommer-Update. Und gut, das sind so Vorbereitungen einmal, weil viele YouTuber das nicht sagen, weil die lassen sich ja schon wieder ins Messer rennen, manche. Die müssen sagen, das müsst ihr kaufen, das müsst ihr kaufen. Gar nichts mehr zu kaufen. Gar nichts. Ja, einmal nur grundsätzlich die Grundausstattung. Die Grundausstattung müsst ihr kaufen. Mehr nicht. Ja, aber das macht man nicht, das muss man sich anschauen. Gut. Die nächste Frage war zum Beispiel, soll ich noch Autos verkaufen? Fahrzeuge. Das weiß ich nicht, was du hast. Ich weiß nicht, was du für welche Fahrzeuge du in deine Garagen hast. Das weiß ich nicht. Ja, ich habe auf dem Kanal nicht viel. Ja, ich weiß es nicht, was du in deine Garagen hast. Nur muss man halt aufpassen, ihr wisst eh alle, ihr könnt es nicht gleich alle auf einmal verkaufen. Ihr könnt es pro Tag. Könnt es nur 2 Autos verkaufen. Beim dritten wird es schon gefährlich. Ja, da wird es wahrscheinlich schon beobachtet von Rockstar Games. Aber wenn es 2 Autos alle zweiten Tag, also wenn es 2 Tage euch Zeit lasst, wenn ihr euch 2 Tage Zeit lasst, dann ist kein Problem. Aber natürlich, wenn es nur rucki-zucki tat, gleich mal, ja, dann fällt es schon ein bisschen auf. Ja. Dann fällt es schon ein bisschen auf. Ja. Das ist einmal grundsätzlich einmal das Ganze zu sagen, wo, wie ich mich vorbereite oder was ich tue. Wie viel Geld? Das weiß ich nicht. Ein User fragt, wie viel GTA-Dollar werde ich brauchen. Das weiß ich nicht. Das kommt auf dich drauf an. Ja, ganz einfach, was du kaufen willst. Ja, ob du alles kaufen willst beim Shop, ob du alles kaufen willst bei Gewänder, ob du alles kaufen willst bei den Autos. Das weiß ich nicht. Es kommen in der Regel 15 bis 20 neue Autos, obwohl die alles unnötig sind. Alles sind unnötig. Weil braucht in dem Sinn nur 3 Autos. Ein DeLorean, ja, den Deluxe, was ich jetzt habe, das MK2 und in gepanzerten Kuruma. Mehr braucht es nicht normal. Das sind die 3 Autos, was ich normal brauche in ganz Los Santos. Das sind mittlerweile da 0 € Auto da. Ja, das sind das 0 € Auto, die was ich da habe. Ja, die habe ich leider Gottes um 0 € gekriegt, alle. Die da, ja, beim Glücksradl, leider, habe die alle gewonnen. Ja gut, mittlerweile habe ich es designt, Design habe ich aufgetan. Ja, das Originaldesign ist nicht mehr. Ja, getunt habe ich es nur, das ist das Einzige. Aber das sind alles Autos, die, was ich gewonnen habe. Und die gibt es übrigens um 0 €, die da. Gut, also wie viel Geld brauche ich, das weiß ich nicht. Es kommt darauf an, was überhaupt kommt. Das weiß ich nicht. Ich weiß wirklich nicht. Wir gehen davon aus, dass wir mal
Aber eine Grundbasis, ein Grundgehalt, also 10 Millionen, 20 Millionen musst du einmal rechnen. Das ist einmal eine Grundvoraussetzung. Ja, also einen Zehner musst du einmal schon haben. Also einen 10 Millionen sollte ich schon vor dem Update haben. Also 10 Millionen, ich sage mal grob einmal geschätzt, 10 Millionen. Ja, wenn du natürlich alles andere auch noch willst, so wie die anderen YouTuber, na dann brauchst du ein bisschen mehr. Das ist logisch. Aber eine Grundvoraussetzung, sage ich einmal, ist einmal bei mir 10 Millionen, 20 Millionen. Mehr nicht. Ja. Wer alles andere ist, dann schon utopisch. Utopisch. Ja. Ja, so wie es mit der Spielhalle da zum Beispiel war, das war da zum Beispiel die Ausrüstung war noch extra, das meine ich jetzt zum Beispiel. Ja, was war da noch extra? Dann das da hinten war da ja noch extra. Ja, das, die extra Sachen dann, was du noch kaufen musst, das meine ich. Ich meine, da, das ist ja, das ist super. Das ist super. Ja, das ist wirklich super da. Da hat die Übersicht von allen Unternehmen, das ist, war wirklich super. Ja, das ist, da muss ich sagen, okay, das war eine gute Investition. Ja. Aber da hinten gab es ja noch zum Beispiel den sogenannten Tresorraum da, das war für mich unnötig. Da das Handgerät da unnötig, Heckgerät ist unnötig für mich gewesen, das gab es auch noch. Hätten wir sie auch noch dazu kaufen können. Was hätten wir sie noch alles dazu kaufen können? War ja gar nicht alles. Ja, aber einiges. Ja, einiges. Ja, also um die Spülautomaten, ja, waren auch nicht unbedingt. Ja, was. Ja, da kann man sie schauen. Ja, da kann man sie, glaube ich, nachschauen. Oder kann man da auch nicht nachschauen. Wo man da in einer öffentlichen sein. Na, doch, kann man eh. Ja. Ja, siehst du, da die Verbesserungen, vor allem die Verbesserungen, nicht? Ich habe bis heute nicht die Drohnenstation, die brauche ich nicht. Die brauche ich nicht. Aber da zum Beispiel das Hauptkontrollterminal, das war eine Geschichte. Ja, das war eine Geschichte. Und ein paar Verrückte haben sich natürlich auch die Drohnenstation genommen, die brauchst du nicht, Schatzi. Ja, und da die Automaten. Ja, waren auch ein paar Unnötige dabei. Aber brauchst du auch nicht unbedingt. Ja, brauchst du auch nicht. Ja, ganz ehrlich. Ja. Ja, also das ist ja alles. Und das sind so Dinge, die was natürlich dann ins Geld gehen. Na klar, na na na. Na, der Schweizer Rockstar, jawohl, BW. Gut, wie gesagt, das sind einmal die. Mein Anliegen heute, die Vorbereitung, ja nicht alles kaufen. Ja nicht alles kaufen. Mal in Ruhe mal euch die Seiten einmal da geben. Vielleicht kommt man da eine neue Rubrik. Weiß man ja nicht. Oder schaut man da mal auf Messbank. Vielleicht kriegen wir eine neue Immobilie. Ja, sage ich einmal. Und dann schaut man mal, was für eine Immobilie das ist, was die kostet. Aber ja, nicht gleich zuschlagen. Ja, einmal anschauen, für was das ist. Ja. Ja. Weil mittlerweile hat sich herausgestellt, dass das die beste Basis ist. Ah, die beste Agentur, Entschuldigung, die beste Agentur. Die Little, so angeblich, hat sich herauskristallisiert, dass das die beste Agentur mittlerweile ist. Ja. Muss nicht immer die teuerste sein, kann auch die billigste sein. Es war auch die billigste. Ja, genauso mit den Büros. Oder für die Büros da. Ja, ich habe da das gratis gekriegt, die Messbank West.
Ja, muss auch nicht immer die teuerste sein. Einmal schauen, einmal, was das Ganze klumpert kostet. Ja. Gut, jetzt zu meiner kleinen Vermutung. Es ist ja so, ja, da gibt es so eine IA-Agentin, Daniel Richards, oder Karen Richards, oder Daniels, Karen Daniels. Ja, da habe ich jetzt schon mal ein Video gemacht, einmal im Vorgehenden. Da habe ich das, die manche, die das sich angeschaut haben, die wissen, worüber ich jetzt rede. Und ich befürchte, ja, dass wir die als Kontakt, Telefonkontakt kriegen, so wie die anderen. Ja, in irgendeinem Gebäude in Los Santos. Und ich befürchte nämlich da. Oder im FBI-Gebäude direkt selber. Oder bei den Kontaktmissionen an der Tafel, was ich euch auch schon mal gezeigt habe, an der Autowerkstatt hinten. Oder wir haben es direkt da beim IAA-Gebäude. Ja. Dass wir da irgendwo eine Kontaktstation haben. Und dass wir sie da irgendwo ein Büro oder irgendein Gebäude erwerben müssen. Ja, es ist nur eine kleine, weil da ist es ja. Und daneben das FBI-Gebäude. Ja, da ist ja. Das ist ja Gebäude. Da steht sie, ja. Und da war schon mal das Gerücht, dass wir da mal irgendwann einmal Zugang kriegen. Vielleicht ist es soweit. Oder beim FBI. Dass wir irgendwas beim FBI kriegen. Weil das FBI ist da. Dieses Gebäude. Geht daneben. Ja. Habe ich auch schon mal gesagt, beide Gebäude, da ist einmal FIB. Und ja, dann geht er nehmen. Ja. Aber wie gesagt, es ist halt jetzt die Frage. Ne? Karen Daniels, die als Kontakt. Es steht nämlich in den Newsfire Kontaktmissionen. Gut, zusammenfassend, wie bereite ich mich vor? Einmal YouTube-Trailer genüsslich anschauen, ja. Einmal sie Informationen holen, dann sie einmal in Ruhe einmal das Ganze anschauen, ein paar Minuten, einmal schauen die Preise, was wir haben, ja. Ja, vor allem die Preise sind enorm wichtig. Ja. Und ja, und wie gesagt, wenn ein YouTuber alles kauft, dann kauft er alles. Ja. Die haben keine YouTube-Kanäle oder GTA-Kanäle, denen ist das wurscht. Denen ist das egal. Auf welche Plattformen kommt es? Auf das Update kommt auf allem. Ja, auf alle Plattformen. Oder wir kriegen am Dienstag für PC was. Das kann nämlich auch sein. Dass wir endlich das, auch das neue System für den PC kriegen. Ja, weil das haben wir ja noch nicht am PC. Wir haben nur die alte Menüführung. Das kann auch nämlich passieren, dass wir am Dienstag jetzt, das jetzt gesehen haben, heute PC haben wir ja noch nicht aktualisiert, weil es kam ja
Jetzt am Wochenende eine Rockstar Launcher Aktualisierung. Ja, eine Rockstar Launcher Aktualisierung. Und ich glaube deswegen auch, dass deswegen auch verschoben worden ist. Gut, Leute. Das ist aber wichtig, die, dass man das da dann öffentlich machen kann. Und es gibt dann YouTuber, die diese sogenannte Lobby vergrößern wollen. Bloß nicht. Bloß nicht. Ja, soll so bleiben, wie es ist. Ja, es soll bitte so bleiben, wie es ist. Ja. Weil 60 Leute oder mehr zerstören den Spielspaß noch mehr, wo es ja jetzt schon zerstört. Ja, weil dann ist wirklich YouTube, oder YouTube so jetzt die ganze Zeit schon, GTA wirklich nicht mehr spielbar. Ja, wirklich, dann ist er wirklich nicht mehr spielbar. Ja. Ja, und jetzt werde ich noch ein paar Punkte machen für die Weiberte da. Mal schauen, ob es mir einen Job gibt. Das könnt ihr auch noch machen. Gibt es auch noch Kohle? Ja, genau. Jawohl, Schatzi. Gut, für das brauche ich aber nicht mehr dazu. Das müsst ihr selber machen. Braucht es nur in einer geschlossenen Freundschaftssitzung geht. Das geht Gott sei Dank. Ja, und die Weiberte anrufen und geht schon. Gut. Vorbereitung haben wir gemacht. Fahrzeuge, naja, zwei Fahrzeuge, wie gesagt, zwei Fahrzeuge pro 2 Tage. Ja, das hat sich schon knapp da. Ja, also heute Morgen, dann am Mittwoch, dann am Freitag, dann am Sonntag, ja, dann ist es schon das Update da. Ja, aber mehr da die nicht, weil dann habt ihr einen Bahn. Weil dann ist es gesperrt, 24 Stunden. Oder es kann natürlich 30 Tage auch sein. Es kommt auf den. Aber gut, beim ersten Mal werden es nicht so streng sein. Ja, werden es nicht so streng sein. Ja, wenn du Wiederholungstäter bist, dann ja. Ja. Gut. Okay, wie viel Geld weiß ich nicht? Weiß ich nicht. Aber ich sage mal, 10 Millionen waren nicht schlecht, was du hast. 10 bis 20 Millionen. 10 bis 20 Millionen. Ja. Ja, was das heißt, ist gerettet. Mehr brauchst du nicht. Weil du kaufst ja das eben im Laufe der Zeit. Und alles musst du einkaufen gleich. Ja, das ist das nächste. Wart bis Aktionen kommen. Warte bis Aktionen kommen. Ja. Ja, man muss sich nicht gleich alles kaufen. Man muss sich nicht alles gleich kaufen. Gut, das war's für heute wieder. Danke fürs Zuhören.